Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships, wo ich euch heute was präsentiere, was ja einen gewissen Seltenheitswert hat. Nicht so sehr die Tatsache, dass mir hier jemand einen Replay zugeschickt hat, nämlich der Transfer Aegon, sondern die Tatsache, dass es ein Stufe 3 Schiff ist, das ich euch hier heute zeige. Es ist die Kawachidi. Das ist das, ich glaube, niedrigstufigste Schlachtschiff, was es so im Spiel bei den Japanern gibt. Abgesehen von irgendwelchem Premium-Zeug, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Und ja, er hat wohl irgendwie, mittlerweile ist es schon eine kleine Ewigkeit her, begonnen mit den Schlachtschiffen, mit der Schlachtschifflinie. Und im Zuge dessen ist dieses Spiel hier entstanden. Ja, und was ist dazu zu sagen? Generell Schlachtschiffe spielen Stufe 3 ist ganz schlimm, Stufe 4 eigentlich auch und bei 5 fängt es dann an Spaß zu machen. Hier kurz, was alles so an Schiffen mit dabei ist. Wir sehen also ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel. Ja, und damit spricht er auch schon ein ganz wesentliches Problem an. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Kawachi hat eine Reichweite von 8,9, 9 glaube ich. Und dann hat man hier so Schiffe dabei wie die St. Louis beispielsweise, die 10,4 hat. Das heißt, man hat einfach ein Reichweitenproblem. Dazu kommt dann noch, dass auch das Gegenstück, die South Carolina, eine größere Reichweite hat. Und da dann noch mit rein, weil das alles noch nicht ausreicht, ist einfach mal die Schussfrequenz gering und die Treffergenauigkeit beschissen. Also, es ist einfach nicht schön. Man spielt das, man kriegt irgendwie auch die Punkte zusammen, im Zweifelsfall durch das Team. Und ja, man tut irgendwie sein Bestes. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Teil obendrein auch noch extrem langsam ist? Ist es nämlich. Wobei, auch es gibt sogar noch langsame. Langsamere. Colorado zum Beispiel. Die dürfte sogar noch langsamer sein. Oder zumindest genauso langsam. Ich meine, die macht 18 irgendwas. Ja. Also das ist ein bisschen, ein bisschen ein Kreuz, sagen wir es mal so. Allein bis man da ist, ist oder überhaupt mal geschossen hat, sind guten Teil der Schiffe einfach schon raus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt hier, was er hier hat, die erste Ausbaustufe ist. Ja, hat jetzt AP geladen und das erweist sich tatsächlich als eine eher schlechte Idee, denn gegen diesen Zerstörer hätte man natürlich HE gebraucht und dann wäre da auch ein bisschen Spaß drin gewesen. Ja, wäre gewesen. Jetzt kommen wir allerdings an den Punkt, wo viele Gegner in Sicht kommen. Wir haben da drüben eine Kawachi. Wir haben hier links eine St. Louis, die allerdings hinterm Berg ist, da auch eine Carolina. Also, so langsam aber sicher kann man sich zumindest mal etwas in das Spiel einmischen. Ist ja schon mal was. Kommen ein paar Torpedos, sollte allerdings nicht so viel passieren. Rechtzeitig gesehen und die verhungern eh. Also, alles gut. Ja, und hier. Was kann man dabei lernen? Man kann dabei lernen, wenn man dieses Schiff fährt, dass es extrem wichtig ist, sich genau zu überlegen mit einem Schlachtschiff gerade, was man erreichen will, wo man hin will. Weil das zu korrigieren, das ist schwierig. Hallo, Bogartiere. Okay. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist es auch, glaube ich, eine einigermaßen gute Idee, auf dieser Stufe dann doch eher zu AE zu greifen. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch nie gesehen, dass man jemanden eine Zitadelle auf einer St. Louis getroffen hätte. Also, ja. Nichtsdestotrotz, der Tanzwehr möchte es probieren. Vielleicht würde es ihm ja auch gelingen. Oder vielleicht trifft er auch einfach gar nicht. Das könnte zum Beispiel auch passieren. Ja, Kawachi, ich glaube, die ist gerade mal rückwärts gegangen. Die möchte sich da etwas hinter die
Insel retten. Hier jetzt eventuell, wenn man auf die Wasserlinie zielt, könnte sogar was werden. Bin mal gespannt. Aber man sieht allein diese grauenhafte Streuung. Das ist wirklich schlimm. Ja. Also jetzt eine von diese eine einzige Granate von dieser Salve hat jetzt getroffen. Das ist schon grausam. Das Turmlayout ist natürlich auch ein bisschen, ja, vor Erster Weltkriegs-like. Könnten wir dann eventuell bei einem von den deutschen Schiffen auch wieder sehen. Bin ich mal gespannt drauf. Also deutsche Schlachtschiffe, genauer gesagt. Ja, das ist. Also normalerweise ist das schon etwas nervig, wenn du quasi alles richtig machst und trotzdem nicht triffst. Und hier ist es einfach chronisch. Oh, 2000 Schaden! Mensch! Ja, das war ja schon ein kleines Freudenfest der Volksmusik. Nee, also hier muss man sich wirklich irgendwie so ein bisschen durchgrinden und einfach hoffen, dass es vorbeigeht. Jetzt hier, der steht ziemlich. Aber ist auch sehr langsam unterwegs. Okay. Ich habe nur gerade einen Chat gelesen. Ja. Man muss wohl nicht alles verstehen, ne? Aber ich finde es interessant, wie er ja hier doch an der AP festhält. Mensch, das war sogar richtig viel Schaden. Aber der St. Louis, die ist auch sehr, sehr dicht dran. Oh! Den Zitadellentreffer! Mensch, siehst du? Krieg ich noch Sachen hier zu sehen? Und den dachte ich, die gibt's gar nicht. Und vielleicht können wir das sogar wiederholen. Das wäre doch ein Träumchen. Direkt auf wieder. Und schon wieder. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich werde hier auf jeden Fall aufgeklärt über die Möglichkeiten des Spiels. Wie sich erweist, ist wohl die Distanz eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wir müssen einfach an den Gegner ran und dann geht das auch. Interessante Erkenntnis. Tja, dann hätten wir jetzt die South Carolina. Ich glaube, als ich damit gespielt habe, ich habe auch quasi nur, das ist ja schon so lange her, da habe ich wirklich auch nur mit HE um mich geschossen. Frei nach der Mutality-Philosophie, nur HE. Da haben wir einen Kollegen. Sollten wir jetzt halt aufpassen, dass man nämlich gerade eine reinpräht und mir jetzt schießen. Ja. Bleib kurz warten. Und jetzt kann es losgehen. Auch insofern gesehen, vielleicht ein ganz interessantes. Jo! Nicht schlecht. Ja, da sieht man mal, wie wertvoll einfach auch das AP auf dieser Stufe sein kann. Sehr interessant. Also, ich bin ja fast versucht, mir dieses grauenhafte Schiff einfach nochmal zu kaufen, um das auch ein bisschen auszuprobieren. Ich denke, man sieht den. Boah, diese Streuung. Man sieht hier, denke ich, auch, wie interessant es einfach ist, wenn ein Spieler, der eigentlich mit anderen Schiffen viel höher, leveliger unterwegs ist, zurückgeht und wieder anfängt zu spielen, wie sich das einfach auch unterscheidet. Wie man das Spiel einfach anders spielt und anders wahrnimmt und dann auch ganz anders bestreiten kann. Jetzt haben wir mittlerweile den ersten Kill. Also gar nicht mehr so viel übrig. Den Zerstörer haben wir noch, die Wakatake, Kawachi und South Carolina. Könnte fast AFK sein, die Kawachi da unten. Anders ausgedrückt, ein perfektes Ziel, wenn man auf der Suche nach XP ist. Aber ich finde das sicher eher der North Carolina zuzuwenden, oder? Ja, nein, weiß nicht. Viel Turm drehen. Und auch das will alles geplant werden. Mit den Seitentürmen ist das natürlich egal. Die haben so und so einen recht eingeschränkten Feuerbereich. Aber Bug und Heckturm, die muss man dann schon etwas einkalkulieren einfach. Und schauen wir mal. Vielleicht auch etwas ungünstiger Zielpunkt. Ich hätte eher geschaut, ob ich auf die Schornsteine und so weiter Ziele oder halt direkt unterhalb vom Geschützturm.
Aber hey, es kommen Treffer rein. Und es kommt auch Schaden. Also, wir sind jetzt an den 50.000 dran. Die werden wir sicherlich noch überschreiten. Das ist schon einiges. Für die Stufe überhaupt keine Frage. Und allein diese Zitadellentreffer, die sind ja auch schon cool. Und da ist auch dieser Gegner weg. Ist ja auch ganz interessant, dass er jetzt nicht an der Kawatschi rumknabbert. Obwohl das ja eigentlich erstmal ein einfacher Abschuss ist. Aber was nicht ist, das kommt vielleicht jetzt gleich noch. Genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt sind wir allerdings auch schon recht weit weg. Also, ja, doch, 8000. Wah, was dieses Schiff in Schaden machen kann. Die Anfangsphase war eher so, wie ich das in Erinnerung hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile, es wird ja. Es wird ja, es wird ja. Die Wakatake, die macht das eigentlich ganz gut. Die versteckt sich jetzt irgendwo. Und blockiert dann mit dem Cap. Das ist schon ein bisschen schlau. So, schauen wir mal. Oh, die könnten auch ganz nett werden. Ja, 3000 immerhin, immerhin. Hat er jetzt gestoppt? Der hat er. Angesichts der Wakatake da vielleicht nicht die beste Idee. Was sind das überhaupt auf? Was hat er seine Geschütze benutzt? Er hat auch schon ein bisschen aufgeräumt, ne? So ganz im Geheimen. Für ihn wohl auch eine gute Runde. Das große Problem ist natürlich hier diese Konstellation Schlachtschiffe gegen Zerstörer. Als noch AP. Wow. Das ist interessant. Er zieht es durch. Mal schauen, ob die Wakatake da den Russen auch noch rausnehmen kann. Jo. Also der hat auf jeden Fall auch mal ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. 6 Kills. Respekt. So, als würde er sich jetzt wieder verstecken wollen. Ja. Und die Flinte, die trifft halt gar nichts. So ein schmales Schiff. Keine Chance. Gleich wird er wieder zu sein. Ah, jetzt hi! Juhu! Sehr schön. Das ändert natürlich an der Problematik nichts, aber ich denke, insgesamt ist es trotzdem der bessere Weg. So, damit hätten wir hier auch das Torpedoproblem gelöst. Einmal geschickt ausgewichen. Also, das wird die Kawachi jetzt davon im eigenen Zerstörer zusammengeschossen werden, aber das halt auch ein bisschen blöd ist. Ne? Ich meine, der sollte eigentlich hier sein und den Japaner jagen. Stattdessen dann diese Geschichte. Also Teamplay-technisch eine überschaubare Entscheidung. Du siehst ihn halt einfach nicht. Weißt, dass er da ist. Und du weißt, dass er dich sieht, aber wo er dann ist, das ist eine ganz andere Frage. In dem Fall nur ein Torpedo. Was hat er denn mit dem anderen gemacht? Hat er den in die Insel? Achso, da kommen noch welche. Ja, auch schön ausgewichen und so. Also das passt eigentlich alles. Ach wirklich, der ist AFK, ja? Was du nicht sagst. Ah, und da ist er ja, unser Freund der Zerstörer. Jetzt zumindest mal die Chance drauf zu schießen. Denn die Gelegenheit ist jetzt auch auf jeden Fall günstig. Ja. Aber bei dieser Erkenntnis bleibt es. Und die fahren wirklich raus. Das ist unglaublich. Die wollen einfach das Spiel auch nicht gewinnen. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Schlatsch so schlau ist und sich auf den Rand stellt oder sowas. Oh, Mann, Leute, ey. Also. Nee.
Das ist halt die Frage. Kriegen wir den Herzzerstörer nochmal zu Gesicht? Kann man nochmal schießen? Vielleicht auf so eine annehmbare Distanz auch. Ja, und da ist er ja auch schon. Und jetzt, 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 jawohl. Sehr, sehr schön. Genau, damit ist der Gegner weg. Und damit ist ja auch die Chance da, den Punkt, den, was heißt, den Punkt, ja doch, den Punkt, ne? Die Eroberungszone zu erobern. Ich denke mal, so viel mehr wird jetzt auch gar nicht passieren. Ich weiß auch gar nicht, was der Zerstörer da von uns, was der macht. Ja, das war auf jeden Fall ein interessantes Spiel gegen den Zerstörer. Ich habe echt keine Ahnung, was sie da machen, ey. Wann der Zerstörer? Der ist ja irgendwo ganz da unten. Das hat total sinnlos. Er hätte ja sicherlich das Schlachtschiff da schon x-mal rausnehmen können. Das wird einfach AFK. Ja, und jetzt wird jeden Moment gecapped und der Einzige, der das dann gemacht hat. Das ist der Herr Transbär. Ja, damit kommen wir hier zum Endscreen. Natürlich von der XP und vom Geld her relativ bescheiden. Wir müssen immer die Stufe bedenken. Dafür dann aber schon irgendwie wieder gut. 77.000 Cash, 900 Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht, um da weiterzukommen. Also es ist überschaubar. Und ja, ich fand das einfach eine nette Abwechslung, auch mal so ein Replay zu zeigen. Und diese Geschichte mit dem Zerstörer, die war durchaus irgendwie spannend. Ich hätte das Replay tatsächlich gerne aus seiner Sicht gesehen, weil er hat ja auch richtig abgeräumt. Na naja, gut. Danke fürs Zuschicken und ciao, ciao.